Ja, liebe Zuschauer, erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VfR TV. Und heute habe ich einen ganz speziellen Gast bei uns im Interview. Viele haben nicht unbedingt das Bild vor Augen, aber öfters pro Woche sind sie wahrscheinlich bei ihm, um sich ja, mit den Mitteln des täglichen Lebens einzudecken. Unser heutiger Gast ist kein geringerer als auch einer unserer Sponsoren vom VfR, Steffen Ulzhöfer. Herzlich willkommen. Ja, hallo, guten Morgen oder guten Tag. Ja, Steffen, wie gesagt, viele kennen dich ja von deinen Filialen im Heilbronner Stadtkreis. Hast du zwei, im Landkreis sind es insgesamt vier. Aber vielleicht magst du dich mal ganz kurz und knapp vorstellen, dass die Leute dich auch bildlich ein bisschen besser kennenlernen. Ja, also ja, mach ich gern. Klar, also ich bin Kind der Region hier, schon lange ansässig hier in der Ecke. Wohne in Sontheim, also von daher mittendrin im Kerngebiet hier. Bin eigentlich Handballer ursprünglich, ja, aber kommen wir vielleicht nachher noch mal kurz dazu, weil ich hier eine VfR-Historie auch habe. Gab ja auch mal Handballer dort. Ja, ich bin Abitur gemacht, Betriebswirtschaft studiert an der Dualen Hochschule in Mosbach. War lange Zeit dann bei der Spar in Ellhofen tätig, wo es die Spar noch gab. Die ging irgendwann zur Edeka und wir haben uns 2004 selbstständig gemacht und betreiben mittlerweile sechs Edeka-Märkte und einen Biomarkt, unsere Biorübe in Sontheim. Ja, und sind da engagiert dabei. Klassisches Familienunternehmen, alle sind mit dabei, Frau, Kinder, ja, und ich bin halt der Patron. Ja, du sagst, du hast gerade schon angesprochen, Bezug zu Heilbronn ist klar, du kommst aus der Region, bist hier aufgewachsen, hast dich hier verwirklicht, verselbstständigt. Bezug zum Handball, das würde mich natürlich gerne interessieren. Zum Fußball kommen wir ja gleich. Interesse zu anderen Sportarten außer dem Handball und ja, wo hast du Handball gespielt? Beziehungsweise welcher ist dein Lieblingsverein? Sagen wir es mal so. Naja, gut, also Lieblingsverein, ich habe ja eine enge Bindung zum TSB, das ist natürlich klar, wobei begonnen habe ich in Neckargardich, das war eigentlich die Keimzelle und bin dann anschließend in der späteren Jugend zum VfR. Das war damals hatte man eine Truppe, viele, viele Spieler aus der Region, die auch so in den Auswahlen gespielt haben und haben wir noch 2 Jahre aktiv gespielt, auch auf Verbandsebene. Und hat sich dann aber, sagen wir, nach der Jugend eigentlich soweit erledigt. Und ja, dadurch hast du natürlich schon immer Affinität gehabt zum Sport. Handball, klar. Ich habe selber dann lange in Horkheim gespielt, auch in der dritten Liga, über 9 Jahre, anschließend noch in Weinsberg. Aber ansonsten war Fußball, hat uns natürlich immer begleitet. Das ist ja auch heute so als Fan. Ja, ich bin ja ein Roter, also muss ich zugeben. Ja, also, aber nicht so ein Fan, der jetzt halt nur den Erfolg sucht, sondern schon viele, viele Jahre. Eigentlich beginnend so nach der Weltmeisterschaft 1970. Und dadurch kriegst du halt einen Bezug auch zum Fußball. Und sagen wir mal, das Herz für den VfR, ja, das hatte ich eigentlich von meinem Vater damals bekommen. Das war ein ganz treuer Fan zu den Zeiten, wo es, ja, das Stadion noch voll war. Da erinnere ich mich selber noch an ein Spiel gegen Augsburg, wo Helmut Haller zurückkam aus Italien. 6:0 im Stadion an der Badstraße. Das war schon spektakulär. Ja, und dadurch, ja, hat man einfach die Verbindung dazu immer Ja. gehabt. Ja. Das heißt, du verfolgst auch noch die Spiele der TSB in der dritten Liga aktuell? Oder ja, immer noch natürlich. Ja, an der Stelle muss ich auch mal einen Gruß loswerden an Olli Löschner, Hallensprecher TSB Horkheim. Kleiner Gruß mal zwischendurch. Aber du hast gerade gesagt, du bist ein Roter. Wie kam es dazu? Fan von Bayern München? Ja, ich sage, das begann eigentlich 1970, da war ich ja auch noch ein Kind, Ja. ja, bin ich ja ein bisschen gesetzter. Weltmeisterschaft in Mexiko mit den tollen Spielen gegen England, gegen Italien. Und da hast du halt dann so diese Gerd Müller und Franz Beckenbauer, da hast du so mal die ersten Berührungspunkte gehabt. Ja, und dann auch Europameisterschaft 72 mit dem tollen Spiel gegen England, 74 dann die Weltmeisterschaft. Und ja, irgendwie bist du dann halt beim FC Bayern hängen geblieben. Das waren ja außer so die ersten Jahre, wo es da so richtig dann abging.
Ja, und seither sind wir da, ja, eigentlich in der Familie relativ viele. Also wir haben dann auch so ein paar, meine Mutter, ja, die ist zum Beispiel Eintracht Frankfurt-Fan, das, meine Schwester vom 1. FC Köln. Also wir haben natürlich auch andere Dinge drin, wo ich nicht weiß, was schiefgelaufen ist. Aber wir sind da ganz entspannt und ein bisschen Rivalität ist ja immer gut. Genau, sehe ich genauso, ja. Was sagst du zu, ja, dem der Saison, der abgeschlossenen Saison zum 9. Mal deutscher Meister in Folge geworden, Robert Lewandowski, 41 Tore, den Rekord geknackt von Gerd Müller. Wie ist dein Statement dazu? Ach ja, ich hätte mich eigentlich bei 40 hätte ich mich gefreut, dann wären die beiden zusammen da oben gewesen, es wäre auch schön gewesen, aber naja, ist, so ist der Sport, kann ich nicht immer alles vorherbestimmen. Und ja, Bayern hat nach diesem Riesenjahr halt zumindest wieder die Meisterschaft geholt, hat entscheidende Phase Champions League dann doch auch ein bisschen Pech gehabt, dass wichtige Spieler ausgefallen sind. Und sagen wir, auf so einem Niveau ist halt einfach ganz, ganz eng. Das merkst du dann. Wenn da mal 2, 3 Top-Leute fehlen, wird es halt irgendwo schwierig. Aber ich denke, das muss man sportlich nehmen. Du kannst nicht alles planen. Vielleicht auch manche Unruhen dann drin. Das Theater mit Flick und Salihamidzic, das war sicherlich auch nicht so ganz, ganz optimal. Aber ja, man muss einfach sagen, 9. Meisterschaft, das ist schon bemerkenswert. Vielleicht auch ein bisschen einfach, weil es die anderen dann nicht auf die Reihe kriegen, mal konstant das durchzuziehen. Und da ist halt doch die Qualität von so einem Kader dann schon exorbitant gut. Und Dortmund hat eine lange Schwächephase gehabt, Leipzig jetzt am Schluss irgendwo auch. Ja, und dann sind es halt 9 und jetzt mal gucken, ob es nächstes Jahr mit neuer Konstellation weitergeht. Also bin gespannt, ja. Auf jeden Fall, die 10 wäre natürlich ein Riesenansporn, absolut. Ja. Ja, was war dein schönstes Erlebnis in Bezug mit Bayern München, Stadionbesuch, was du live miterleben durftest? Gibt es da ein besonderes Erlebnis, wo du sagst, das war prägend für mich? Das werde ich nie wieder vergessen. Ach, ich sag mal, wir haben tolle Spiele, auch in der, egal Bundesliga oder auch Pokal. Aber auch, es gibt ein paar tolle Dinge, wo wir, sagen wir, mit Bayern auch bei Champions League Auswärtsspielen waren, in Old Trafford, das werde ich nie vergessen, das war auch bemerkenswert, oder auch im Vicente Calderón bei Atletico Madrid, ganz, ganz besondere Spiele, also war schon toll und macht man immer wieder, ja, man kommt ja nicht so oft an Karten ran und da muss man, ist man schon immer mal froh und glücklich, wenn es mal geht. Und das ist, ja, das ist halt schon heute sehr, sehr schade. Das ist eins der Dinge, wo jetzt auch in dieser ganzen Pandemie einem fehlt, dass diese Emotionen und diese Spiele im Stadion mit Zuschauern, mit hoch und runter, das ist schon sehr, sehr schade. Und mal gucken, hoffen wir nur, dass das da jetzt wirklich auch wieder ein bisschen weitergeht. Ja, ich glaube, das wünschen wir uns alle, dass so ein bisschen Normalität wieder zurückkehrt. Ja, den Bezug zum VfR hast du ja vorhin schon erwähnt. Wie war denn damals deine Reaktion 2018, als du gehört hast, dass sich der VfR Heilbronn fußballerisch wieder neu gründen will? Ja, also ich, irgendwo hatte ich das immer so ein bisschen im Hinterkopf und habe gedacht, Mensch, vielleicht steht irgendwann mal ein Verrückter auf und macht es wieder. Weil, sagen wir so, diese ganzen Jahre davor, ja, irgendwie war das schon ein bisschen schwierig. Und wo ich dann so die ersten Dinge da in Facebook gelesen habe, habe ich gedacht, okay, die Verrückten sind da. Und ich habe mich da echt gefreut und gedacht, okay, bin mal gespannt, ist das jetzt so ein kleiner Wind und man will da irgendwie mal wieder? Oder ist da wirklich ein bisschen Substanz dahinter? Und also das hat dann doch schnell auch Fahrt aufgenommen. Das hat mich dann schon auch gleich von Anfang an beeindruckt. Ja. Wie ist so dein Resümee nach den ersten 3 Spielzeiten? Beziehungsweise, ja, die 2. wurde ja abgebrochen, die 3. jetzt annulliert. Aber trotzdem ja 2-mal aufgestiegen und jetzt bei Abbruch, bei Annullierung war der VfR auch wieder auf Rang 2 zu finden. Was denkst du, ist möglich und machbar in den nächsten Jahren? Ich glaube, man sollte sich gedanklich nie so die Grenzen setzen, weil möglich ist im Leben heute einfach viel. Und das hängt von vielen Faktoren zusammen. Und das Engagement, wo ich jetzt beim VfR sehe, dem Team, wo dahinter steht und natürlich mit Uno als vielleicht dem Kopf von der Galionsfigur, die derzeit da aktiv ist.
Also da ist schon eine ganz, ganz klare Vision da, das spüre ich auch. Und das muss ich sagen, das tut mich auch als Unternehmer oder als Sportfan da ein bisschen beeindrucken und begeistern. Und da glaube ich schon, wenn man, sagen wir, die Bodenhaftung behält und die Vision klar im Kopf und dann hart arbeitet, ja, da ist schon der Wunsch, dass es da wieder Richtung einer Oberliga gehen kann. Das sind schon Schritte. Also das hoffe ich wirklich auch für den Fußball hier in Heilbronn. Und ja, da glaube ich, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Ja. Regionalliga 2031 ist so das oberste Ziel, also 10 Jahre noch. Hältst du wahrscheinlich auch für möglich, Stück für Stück nach oben? Ja, also, sagen wir mal, gedanklich muss man sich da keine Grenzen setzen. Möglich ist das alles. So richtig planbar ist letztendlich nie, weil, weißt du auch, sagen wir, je weiter es im Fußball oder im Sport vorwärts geht, dann kommen natürlich auch immer andere Faktoren hin. Und hat man bei vielen Vereinen schon gesehen, die dann himmelhochjauchzend gestartet sind und auch wieder verschwunden. Und da brauchst du jetzt einfach die Zeit, ich denke, eine gute Struktur zu schaffen im Verein, mit der Jugend, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann, sagen wir, 10 Jahre ist ja noch ein bisschen hin. Von daher, man darf sich halt dann auf den Rückschlägen und allem nicht völlig aus der Bahn schmeißen lassen. Ja, aber ich würde mir wünschen, ja, 10 Jahre, ich bin dabei. Ja. Ist ja, man kann es ja vielleicht auch so ein bisschen mit dir vergleichen und vielleicht auch mit deinen Filialen. Angefangen hast du mit einer Filiale in Sontheim, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ja. Und mittlerweile sind es 6, ja. Ja. Und ähnlich ist es ja auch beim VfR. Erst eine Mannschaft, dann die zweite Mannschaft, jetzt komplette Jugendmannschaft und auch noch die Frauenmannschaft, jetzt ab der neuen Saison dazu. Und bei dir ist es ja ähnlich gewachsen. Und Auszeichnungen hast du ja bekommen, das will ich nicht unerwähnt lassen. Ich habe es mir mal notiert. Unter anderem beste Weinabteilung Deutschlands 2018, Landessieger Deutscher Fruchtpreis 2019 und auch den Edeka Supercup 2019 hast du nach Heilbronn geholt. Selbstständiger Einzelhandel über 2000 Quadratmeter. Kann man ungefähr ja vergleichen, auch mit dem Fußball. Ja. Es wächst und es braucht natürlich seine Zeit, aber es ist, glaube ich, wenn man dir vor 10 Jahren gesagt hätte, du hättest mal 6 Filialen hier im Heilbronner Umkreis, wäre das realistisch gewesen? Was hättest du den Leuten gesagt? Nein, ich bin vielleicht selber ein bisschen anders angetreten wie der VfR. Der VfR hatte, glaube ich, von Anfang an vielleicht sogar ein bisschen klarere Vision wie wir selber. Für mich war damals eigentlich eher klar, wir konzentrieren uns auf Sontheim, das ist unser Standort, nicht mehr so viel Tätigkeiten, Nebenkriegsschauplätze, sondern wirklich fokussieren darauf. Und das hat sich dann, sagen wir, über Jahre hinweg entwickelt. Und wir hatten ja erst 2011 den zweiten Standort realisiert. Also wir haben da doch einen etwas langsameren Weg gehabt wie der VfR, der im Prinzip erstes Jahr ran, aufgestiegen, nächstes Jahr wieder aufgestiegen. Da geht es halt schneller. Aber sagen wir, irgendwo haben wir dann doch eine Schnittmenge. Die haben wir für uns auch festgestellt. Wenn du wachsen tust und wenn es ein Stück weiter nach oben geht und du dich dann auch, sagen wir, mit den Besten der Branche oder im Sport ist das ähnlich, messen tust, dann musst du dich neu aufstellen und organisieren. Und da sind wir auch über die vielen Jahre jetzt gewachsen. Und ich glaube, auch heute organisatorisch, auch mit der Familie und auch mit dem ganzen Team in der Verwaltung, in den Märkten, da stehen wir jetzt einfach gut und stabil da. Und ich sage mal, ohne dass du da eine Mannschaft um dich herum hast, ja, und das ist nicht nur die Führung, sondern das ist im Prinzip jeder an seinem Platz. Ohne das geht es einfach nicht. Und ja. So sind wir vorwärts gekommen und so gilt es letztendlich im Sport genauso. Ja, richtig. Ja. Ein paar Stichpunkte und da würde ich dich einfach mal bitten, dass du vielleicht auch kurz zu diesen 3 Stichpunkten, die ich mal ausgewählt habe, die absolut für euch, für eure Märkte zutreffend sind, kurz einfach ein paar Punkte sagst. Thema Nachhaltigkeit. Ja, also ich sage mal, Nachhaltigkeit ist ja eine Geschichte, Vereinbarung von Mensch und Umwelt, von Ökologie, das spielt einfach eine große Rolle. Wir sind Heilbronner, wir wollen einfach Partner aus der Region, kurze Wege haben, gute Produkte, die im Besten noch nicht weit weg von hier kommen. Und das ist gerade bei uns für Obst und Gemüse, bei Fleisch und Wurst, da spielt es einfach eine ganz, ganz große Rolle.
Natürlich müssen die Läden technisch auf gutem Stand sein, dass du wenig Ressourcen verbrauchst, wenig Energie, Verpackung permanent anpackst und reduzierst. Also spielt eine ganz große Rolle bei uns. Ja. Regionalität, der zweite Punkt. Den hast du gerade eigentlich auch schon angesprochen. Das habe ich schon erwähnt, weil es einfach da mit reinspielt. Ja, ganz viele langjährige regionale Partner. Der Anspruch eigentlich immer, die Besten zu haben. Ein bisschen weg von der Preisdiskussion, die spielt im Lebensmittelhandel ja eine ganz große Rolle, weil wir einfach in der Kooperation mit diesen Partnern, auch mit den Landwirten, klar machen müssen, dass gute Produkte einfach auch einen Preis haben, weil die auch von der Erzeugung nicht billig gehen. Das geht einfach nicht. Und das müssen wir auch mit viel Botschaften unseren Kunden erklären. Und letztendlich muss das Geschmackserlebnis dann einfach in der Richtung auch da sein. Und das ist ein ziemlicher Prozess, der wächst und der wächst gut. Und der geht einfach für uns auch weiter. Und ich sage mal, unsere neue Regionalität ist eigentlich die Lokalität. Also wir wollen den Kreis um den Kirchturm noch enger ziehen. Und deswegen engagieren wir uns da auch in Projekten. Ja, Bioregion Heilbronn ist so eine Thematik, wo wir mit dabei waren. Und also da verändert sich viel und das ist, denke ich, sehr positiv auch für uns gesellschaftlich. Ja, absolut. Und dritter Punkt, Qualität. Du hast es auch gerade schon vorweggenommen. Ja? Qualität, ich meine, die Preise gewinnt man ja auch nicht einfach so. Das sind Auszeichnungen, die ihr euch verdient habt, aber nicht nur du als Chef, sondern natürlich auch, du hast erwähnt, die Mitarbeiter, das Team. Das ist ähnlich wie beim Fußball, nur als Team hat man den Erfolg dann insgesamt. Ja, also Qualität steht einfach ziemlich weit oben, nicht nur bei den Produkten, auch bei den Mitarbeitern. Ja, wir brauchen einfach gute, motivierte Leute, die wir schulen, die wir qualifizieren, ja, also damit auch Qualität in die Märkte kriegen, dass sie auch hochwertige Produkte vermarkten, verkaufen können, beraten können. Und dann spielen einfach diese Dinge rein, biologische Produkte, Tierwohlstandards, das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo es dann eigentlich oft ein bisschen aufhört, wenn man dann halt an Tresen irgendwo steht. Aber wir müssen einfach über diese Dinge reden und brauchen, sagen wir, auch die Geschichten, dass es transparent und glaubwürdig wird. Und das ist einfach, sagen wir, der vom Landwirt, vom Erzeuger hin über den Großhandel oder die Direktvermarktung zu uns im Laden bis hin zum Kunden. Und das müssen wir einfach transparent machen, auch mit vielen, vielen Einzeldingen wie, sagen wir, Eigenmarken, die wir machen und konzipieren mit regionalen Partnern, wo wir einfach auch dokumentieren, aus welchem Weinberg kommt dieser Wein, mit welchem Partner machen wir das. Und das sind viele Dinge, die sind oftmals mühselig, aber das macht, sagen wir, unseren Job einfach auch ein bisschen aus, dass wir da wirklich auch so schöne Sachen angehen können. Ja, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe ja auch gern zu euch, bin oft im Südbahnhof in der Filiale und ich finde immer, es ist ein tolles Einkaufserlebnis auch. Ja? Frische Theke, dann Fleisch, Käse, das macht einfach Spaß, dann da durchzuschlendern auch. Ne? Es ist nicht so, dass man nur reingeht, reingeht und das kauft, was man kaufen möchte, sondern dass man auch wirklich ein Erlebnis hat. Ne? Ja, ich sage gerade so, mit Durchschlendern ist ja gerade nicht so, weil durch diese Notbremse ist ja eigentlich jeder angehalten, immer schnell und Abstand und wenig reden und wenig diskutieren, dann alle mit Maske, du erlebst ja die Emotionen dann auch nicht immer so. Das ist ein bisschen schade und das vermissen wir auch sehr und das vermissen auch unsere Mitarbeiter sehr und ich glaube natürlich die Kunden auch. Und das ist wirklich auch nicht die Hoffnung und der Wunsch, dass sich das zeitnah ändert. Das ist wie wenn du ohne Zuschauer Fußball spielst. Ja, richtig. Sehe ich genauso. Ja, Fußball steht auch wieder vor der Tür. Saison ist abgeschlossen, Bundesliga-Saison. Aber ein Großturnier steht an, die Europameisterschaft steht vor der Tür. Ist da etwas fantechnisch Spezielles bei euch geplant? Also gibt es irgendwie Fußball-Deko, Fan-Utensilien? Ja, wie sieht es da bei euch aus? Ja, also ich sage mal, da bin ich jetzt nicht so ein Riesenfreund davon. Also ich glaube für uns, ich hoffe einfach, dass die Fans, dass die, sagen wir, zusammen grillen können und sagen wir, zumindest selber so ein bisschen Public Viewing machen können. Und da wollen wir einfach
natürlich auch mit schönen Produkten das ein bisschen unterstreichen und mitmachen, dass man da auch in Ruhe mal ein Bierchen oder ein Weinchen trinken kann, schön was grillen. Ich sag mal, diese Fan-Utensilie, natürlich gibt es da ein bisschen was, aber das ist jetzt nicht so unser Fokus. Ja. Ja. Wir legen den Wert ein bisschen mehr auf das Thema der Geselligkeit und der Produkte da dazu. Ja. Und ja, wir wissen natürlich, dass das Wetter schön mitspielt. Das war ja jetzt wochenlang eher ziemlich zurückhaltend. Jetzt scheint es ja etwas besser zu werden. Und dann, sagen wir, wenn dann während der Europameisterschaft schönes Wetter hast, ich glaube, dass dann auch die Stimmung allgemein wieder gut wird. Und da ist Fußball ja auch so ein Indikator, der so eine Initialzündung wieder bringen kann. Und da freue ich mich eigentlich drauf. Und ja. Mal gucken, ob die Jungs das dann erfolgreich machen. Genau, das ist meine nächste Frage. Was denkst du denn, wer wird Europameister und wo landet unsere deutsche Mannschaft am Ende? Ja, ich sag mal, die letzten Monate waren ja auch ein bisschen von Rückschlägen immer wieder mal geprägt, ja. Die letzten Spiele teilweise gut begonnen, so ganz aufs Teppich haben sie nicht gekriegt. Dann damals gegen Spanien das 0-6, das war schon auch ziemlich bitter. Also deswegen, ich glaube, die Mannschaft ist schon gut, aber ja, ob sie es ganz nach oben schaffen, das wird schon eine Herausforderung. Und klar, ich sage mal, Halbfinale, das sollte immer irgendwo ein bisschen ein Ziel sein, aber dann geht es schon ganz eng zu. Ja, da hast du halt einfach Top-Teams drin. England, Frankreich, Italien, das sind ja immer Spanien, das sind ja eigentlich immer die Big Player, und der, wo halt einen Lauf hat, der wird halt am Endeffekt auch oben stehen, und da muss halt schon gegenhalten. Ja. Also richtig festlegen willst du dich nicht auf einen heißen Kandidaten, hast mehrere im Petto. Nee, ich glaube, nee, ist schwierig. Das spielt so eng dabei, und klar, natürlich schlägt Herz für unsere Nationalmannschaft. Aber also ich habe jetzt nicht die Erwartung, dass sie Europameister werden. Ich glaube es nicht ganz. Aber wie gesagt, wir sind dabei, und wenn wir einen Lauf haben, wir haben ja ein paar Rote dabei. Also ich hoffe, die geben Gas. So sieht's aus. Okay, ein paar Entweder-Oder-Fragen habe ich. Du musst dich dann für eine Alternative entscheiden. Fangen wir an. VIP-Loge oder Stehplatz? Mal gern wieder Stehplatz. Sky-Konferenz oder Sportschau? Sky. Salihamidžić oder Flick? Flick. Wein oder Bier? Oder. Situationsbedingt. Jetzt mit einem Augenzwinkern die nächste Frage. Aldi oder Lidl? Nicht meine Richtung. Nicht deine Richtung, okay. Ja, das ist auch eine interessante Frage, die ich mir gestellt habe. Kauft Steffen Ulzhöfer auch bei anderen Supermärkten oder Discountern ein, oder bleibt er seinem Edeka treu? Nein, also einkaufen nicht, aber gucken, was die machen. Das ist eine gute Regel. Antwort. Ja. Okay, zwei Fragen habe ich noch. Zum einen, wie schließt der VfR die kommende Saison ab? Was denkst du, ist nächste Saison möglich? Wir hoffen da alle mal, dass die Saison auch von Anfang bis Ende durchgespielt werden kann. Was denkst du, wo landet der VfR am Ende der Saison 2021-22? Also ich hoffe, dass er Meister wird und dass er sagen wir, auch aus den paar Spielen, die dieses Jahr war, schon was gelernt hat, weil so ein ganz einfacher Selbstgänger ist ja die Bezirksliga nicht. So sieht's aus. Das wird eng und spannend. War es ja jetzt auch bis zum Abbruch, alles eng beieinander. Und ja, wir freuen uns natürlich drauf, hoffen natürlich auch, dass wir dann wieder viele Zuschauer im Stadion begrüßen können und wie gesagt, dass die Saison auch zu Ende gespielt werden kann, sportlich. Das ist natürlich der allergrößte Wunsch. Ja, und dann natürlich noch die Frage, letzte Frage an dich. Welche Ziele hat Steffen Ulzhöfer für das kommende Jahr oder für das aktuelle Jahr? Was ist dein Wunsch? Also wir haben für uns ein bisschen das Qualitätsjahr ausgerufen. Und wir hatten die letzten Jahre viel Veränderungen, neue Objekte unter Gruppenbach letztes Jahr, Elhofen davor. Wir haben jetzt seit eineinhalb Jahren einen großen Umbau in Sondheim, wo wir, glaube ich, gerade ein ganz, ganz tolles Objekt hinstellen, unser Ulzhof.
eigener Name, so ein bisschen unser Flagship. Und da sind wir so jetzt in den letzten Tagen, letzten Wochen, um das fertigzustellen. Und wir brauchen jetzt einfach wieder ein bisschen Ruhe, um da zu konsolidieren und einfach diese ganzen Qualitätsthemen, die wir haben, von den Sortimente, auch für die Mitarbeiter wieder anzugehen. Ja, es gab ja wenig Schulungen, alles digital die letzten Monate. Und da arbeiten wir einfach dran, dass wir auch jetzt dieses Menschliche, das Zwischenmenschliche wieder stärken können. Und das sind jetzt einfach so die nächsten Schritte. Keine großen Expansionspläne derzeit, sondern einfach die Dinge voll rund machen und wieder ganz intensiv für die Kunden da sein. Ich glaube, das sind die nächsten Schritte für uns. Ja, ich glaube, bleibt uns auch nur zu wünschen, dass das alles so eintritt, wie ihr oder du dir das vorstellst. Ja, und einen guten Umsatz für das aktuelle Jahr, trotz dieser Einschränkungen, die wir halt haben, hoffentlich auch nicht mehr lange, aber wie gesagt, dass der Umsatz stimmt und der wird wahrscheinlich auch steigen mit Bier und Chips und Bratwürsten jetzt zur Europameisterschaft. Da drücken wir natürlich die Daumen, dass alle Kunden zu Edeka kommen, ja, zu den Filialen von Steffen Ulzhöfer. Ja, lieber Steffen, wir sind am Ende unseres Interviews. Ich bedanke mich recht herzlich natürlich bei dir, dass du dir die Zeit heute genommen hast für ein paar Fragen. Wir freuen uns natürlich, wenn wir dich auch wieder im Stadion begrüßen dürfen zur neuen Saison. Wurst und Bier geht dann auf mich. Ja. Und ja, wir wünschen dir alles, alles Gute. Lass es dir gut gehen, bleib gesund und ja, vielen Dank nochmal für das Interview heute mit VfR TV. Also, sehr, sehr gern, war sehr kurzweilig und ja, also ich kann mir das merken mit Bier und Wurst. Sehr gut. Also, einen schönen Tag wünsche ich dir noch. Bis bald. Ciao.